unterwegs mit Civis im Misox. Im Auftrag des Kantons Graubünden suchen Leandro Balzarini und Giuliano Stutz Tigermückeneier. Rund 100 solche Fallen haben sie versteckt. Jede zweite Woche sammeln die Civis die Proben wieder ein. Also wir haben hier den schwarzen Kübel. Hier rein tun wir so biologisches Gift, das nur für die Larven giftig ist. Und dann haben wir hier noch einen Stecker. Tigermücken leiten ihre Eier auf den Stecker. Unsere einheimische Mücke wird die direkt aufs Wasser legen. Und dann tun wir hier noch Wasser einfüllen und dann zurückstellen. Und dann alle zwei Wochen können wir die Stecker wechseln und schicken dann die ins Design ins Labor und die nehmen dann das unter die Lupe und schauen, ob Eier drauf sind. Das mikrobiologische Labor der Universität Lugano untersucht Proben aus der ganzen Schweiz. Auch in Graubünden haben sie nun Tigermückeneier entdeckt. Von San Vittore, Roveredo und Crono haben sie rund 100 Holzproben untersucht. Auf einigen davon entdeckten die Biologen bis zu 25 Eier. Auf dreien waren sogar bis zu 50 Tigermückeneier zu finden. Auf zwei Proben in Roveredo befanden sich sogar bis zu 100 dieser Eier. Die Biologen sind beunruhigt. Die Tigermücken verbreiten sich rasant, beweisen Proben im Labor in Lugano. Die Tigermücke ist an und für sich nicht gefährlich, jedoch sehr unangenehm, dass sie wiederholt zustechen kann und ihre Stiche für manche Menschen ziemlich schmerzhaft sein können. Außerdem ist sie tagsüber aktiv, sodass man sich eigentlich kaum im Garten aufhalten kann. Die Tigermücke ist zudem ein allgemeiner Träger von über 26 verschiedenen Virenarten, die bei Stechmücken vorkommen. Der Umstand, dass ein allgemeiner Träger in der unmittelbaren Umgebung des Menschen vorkommt, kann zu Problemen wie der Übertragung von Krankheiten führen. Der Kanton Graubünden ist gewarnt. Darum setzt das Amt für Natur und Umwelt zusammen mit den Gemeinden erste Massnahmen um. Es gibt eine sehr einfache Maßnahme, die jetzt als Präventivmaßnahme getroffen werden kann. Das ist, dass man schaut, dass keine kleinen stehenden Wasseransammlungen bereitstehen, wo die Tigermücke ihre Eier ablegen kann. Und das geschieht sehr einfach, indem dass man versucht, diese kleinen Wasseransammlungen trocken zu legen. Ob sich die Tigermücke tatsächlich in Graubünden etabliert hat, zeigt sich etwa in einem Jahr. Dann liegen die Resultate des zweiten Monitorings vor.